Eigenschaften von Kernstrahlung. Ich nehme jetzt mal dieses Achtungszeichen. Das soll uns eigentlich immer daran erinnern, dass Kernstrahlung trotzdem gefährlich ist, weil sie ja ionisiert. Weil sie also vorhandene Atomstrukturen also kaputt macht. Deswegen ist sie gefährlich. Wenn ich das mal als Symbol nehme für einen Kernstrahl, sage ich mal einfach dafür. Ich nehme es mal in Anführungsstrichen. Kernstrahl. Und ich bringe diesen Kernstrahl in ein elektrisches oder in ein magnetisches Feld. Nehmen wir mal ein elektrisches Feld. Also ich nehme zwei Kondensatorplatten, so bekannt aus dem Unterricht, wenn ich hier zum Beispiel Plus und Minus anlege und da so einen Ball hin und her sausen ließ, ne, bloß mal zwei Kondensatorplatten, eine positiv, die andere negativ geladen, dann spaltet sich dieser Kernstrahl seltsamerweise, und zwar in derart abgelenkte Teilchen, in Teilchen, die weiter sausen, und in der Richtung abgelenkte Teilchen. Was wird dahinter stecken? Da ja, wir sagten, Alpha-Strahlung aus Heliumkernen besteht, die Kerne, denen fehlen die Elektronen, sind die positiv geladen. Also Alpha-Strahlung wird demzufolge vom negativen Pol des Kondensators in die Richtung angezogen, abgelenkt. Was müsste ich denn dann hier ran schreiben? Ich schreibe einfach mal Beta-Strahlung ran. Was würde damit passieren? Man schreibt auch Beta-Minus. Ich mache mal das Minus. Ich wollte jetzt bloß vorher nicht ranschreiben, dann wäre es zu auffällig. Das sind also Elektronen hier. Aber jetzt könnte man denken, verdammt, Elektronen? Besteht Kernstrahlung aus Elektronen? Also da müssen wir uns nochmal mit beschäftigen. Elektronen sind das und das sind Heliumkerne. Kerne, wohlgemerkt. Also unterstreicht euch das. Also besteht dieser Kernstrahl aus unterschiedlichen Strahlungen. Wir kommen gleich auf die Mitte zu sprechen. Diese Elektronen, wo können die wohl herkommen? Gut, also diese Elektronen haben wir gerade eben im Gespräch ermittelt. Das sind Elektronen, die aus Neutronenzerfall entstehen. Ich schreibe mal das hin. Neutron zerfällt in Welt. In Elektron und das sind diese und Proton. Und jetzt hatten wir auch gesagt, eigentlich müsste ein einzelnes Wasserstoffatom mal ein Neutron gewesen sein. So könnte man sich's vorstellen. Ja, und das dritte, das schreibe ich jetzt hier mal einfach ran, das ist Gammastrahlung. Gammastrahlung ist allerdings sind keine echten Teilchen, wie man denken könnte, Gammastrahlung, sondern das ist eine andere Art des Lichts, ein höherfrequentes Licht. So, dass es tatsächlich man davon in diesem Fall von Photonen spricht. Aber wir nehmen es mal einfach als Gammastrahlung. Das ist also eine hochfrequente elektromagnetische Strahlung. Gammastrahlung, schreiben wir nochmal dahinter. Gammastrahlung ist höchstfrequente, sehr schnelle, also schnell schwingende, frequente. Was wollte ich jetzt sagen? Elektromagnetische Strahlung. Das ist das Wichtige dabei. Blöderweise, die Eigenschaften, hatte ich ja gesagt. Gut, die sind ablenkbar. Das kann ich auch mit Magneten machen. Wir wissen ja von der Elektrizitätslehre, dass Elektronen die eigentlichen Ladungsträger in Metallen sind, aber auch Protonen dementsprechend angezogen werden können. Gucken wir uns mal an, was die allerdings für andere Eigenschaften haben. Und zwar, es geht um die sogenannte Durchdringungstiefe. Kleinen Moment. Durchdringungsvermögen, sage ich mal lieber dazu. Alpha-Strahlung lässt sich durch Papier aufhalten. Also, gering. 100 Mal mehr ist Beta-Strahlung, die Elektronen. Und unendlich viel mehr die Gammastrahlung. Also viel, viel mehr. Noch als das. So gering ist die Alpha-Strahlung von ihrem Durchdringungsvermögen. Wir schreiben einfach mal darunter in Klammern, man kann durch ein Blatt Papier die Alpha-Strahlung aufhalten. Gammastrahlung lässt sich auch aufhalten durch Blei. Aber da kommen wir dann später drauf. Beta-Strahlung durch 1 mm mit Aluminium ist da auch schon nicht mehr viel zu machen. Das bloß mal nebenbei. Aber das Durchdringungsvermögen ist das Gefährliche
Und das vor allem an der Gammastrahlung. Machen wir mal kurz Pause, gibt es eine Frage. Betrachten wir uns nochmal das Thema Zerfallen. Normalerweise denkt man, naja, wenn jetzt Alpha-Strahlung entweicht, dann wird hier irgendwie weniger. Aber Kobalt 60 in dem Fall, ein radioaktives Isotop, zerfällt, beziehungsweise kann man gar nicht sagen, wandelt sich um in 6028 Nickel. Das heißt, die Kernladungszahl ist gestiegen. Da ist ein Plus mehr. Was könnte das nur für eine Strahlung bedeuten? Was könnte Kobalt hier abgestrahlt haben? Warte mal. Lässt sich gar nicht so leicht sagen, aber hier ist tatsächlich bloß ein Elektron entwichen. Und zwar aus einem Neutron. Und die Kernladungszahl steigt um 1. Das mal nebenbei. Wenn ihr mal sowas seht, wie das Wort Zerfallsreihe, da passiert sowas öfter. Wir haben ja immer bisher gesagt, Uran zerfällt zu Thorium oder weiß der Kuckuck was. Eine Zerfallsreihe heißt nichts weiter. Und das schreibe ich erstmal auf und dann spreche ich weiter. Dazu, wenn ich mir die Zerfallsreihe angucke, ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal die Kernladungszahl. Hier ist sie 92, hier ist sie 90. Hier wird sie wieder 91. Hier ist wieder 92, so wie hier. Allerdings habe ich hier mit 238 Uran und hier habe ich 234 Uran. Also ein neues Isotop. Und das würde dann wieder entsprechend zerfallen. Welche Arten von Strahlung müssen hier also irgendwie entwichen sein? Gut, die Auflösung war relativ leicht. Wussten die Schüler, Alpha, Beta, Beta-Strahlung und das geht dann so weiter. Machen wir an der Stelle erstmal Schluss.